Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Einen wunderschönen guten Morgen auch an dich, lieber Roy. Schön, dass wir uns hier sehen, dass wir uns hier treffen können. Und ich blende gleich mal hier etwas ein, was eigentlich eingeblendet gehört, damit ihr nämlich wisst, worum es geht heute. Und wer von uns beiden die Geliebte oder der Geliebte ist, das dürft ihr selbst entscheiden. Auch von mir einen wunderbaren guten Morgen. Sonntag, der Tag, wo uns eine Stunde Zeit geklaut wurde. Ja. Aber ich glaube, Rui, du hast das doch gut überstanden. Ne? Eine Stunde weniger, das schafft man, oder? Ja, bei seniler Bettflucht schafft man alles. Ja, genau. Und du warst bestimmt schon so aufgeregt auf unsere erste Folge traditionelle Orakelkarten, dass du wahrscheinlich eh schon um 4 Uhr in der Früh aufgestanden bist, um dich vorzubereiten, oder? Ja, da war es ja eigentlich schon 3, ne? Da war es ja eigentlich schon 3, genau. Ja, Bäcker müsste man sein. Ja, ich sehe schon, es versammelt sich die Community. Wirklich toll, dass ihr mit dabei seid. Hier am Ammersee ist strahlender Sonnenschein. Wie schaut es bei euch aus, da oben im hohen Norden? Wir haben Nebel noch. Aber wenn wir fertig sind mit unserer Aussendung, dann scheint die Sonne. So ist es. Also, das heißt, ich schicke euch jetzt schon mal ein paar Sonnenstrahlen, die den Nebel vertreiben mögen. Es wird sicherlich ein wunderschöner Tag werden. Und was gibt es Schöneres, als einen Sonntagmorgen mit den Mantikern zu verbringen in der Geheimnisakademie und sein Wissen aufzufrischen? Wir haben ja schon, lieber Roy, in der Leselaube über die traditionellen Orakelkarten, über euer Buch und so weiter gesprochen. Und ich war natürlich super happy, wie man neudeutsch sagen würde, dich gewinnen zu können, eine kleine Reise durch die Orakelkarten zu machen. Wir haben da ja keine Aufwände gescheut, das rechtlich möglich zu machen. Und freue mich sehr, dass wir heute unsere erste Sendung haben dazu. Ja, und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du das möglich gemacht hast. Genau, wir haben jetzt gerade so einen kleinen Lag. Und an dieser Stelle möchte ich auch alle zuschauenden, interessierten, zukünftigen Orakelfans begrüßen. Das ist nämlich eines unserer Anliegen ist, Tarot, ja, schön und gut, aber es gibt ja mehr als nur Tarot auf der Welt. Und darum haben wir im Tarotgarten einen kleinen, aber feinen Bereich ins Leben gerufen, den nennen wir den Orakelhain. Und in diesem Orakelhain, da darf noch ein bisschen mehr passieren als einfach nur die Tarotkarten, sondern da passieren dann so spannende Dinge wie eben hier, dass wir euch die traditionellen Orakelkarten vorstellen. Und weil vielleicht einige unsere Folge über die Leselaube nicht gesehen haben oder vielleicht sich später erst anschauen werden, um dann noch schlauer zu werden dazu, ich verlinke sie gerne auch unten in der Infobox. Lieber Rui, würde ich dich bitten, ob du vielleicht 2, 3 Sätzchen über die traditionellen Orakelkarten verlieren möchtest. Ja, die traditionellen Orakelkarten, so wie wir sie heute kennen, entstanden um 1850 in Wien, wurden von der
reichen Society für den schnöden Zeitvertreib gemacht und damit man mit dem Gesetzgeber, mit dem Staat und der Kirche nicht in Konflikt kam, bekamen sie seltsame, für unsere Zeit seltsame Bezeichnungen. Mhm. Die wurden dann in den 70er Jahren nochmal so koloriert, wie wir sie heute kennen. Und so arbeiten wir damit. In Österreich kennt man die, bekommt man sie fast an jeder Bahnhofsbuchhandlung. In Österreich heißt das Traffic, das kommt von der Maria Theresia. Und was spannend ist, ist die Rückseite. Und du hast ja erzählt, dass in München irgendwo, ich glaube an einer Poststelle, das auch so dargestellt wäre. Konntest du da noch was rausfinden, Christopher? Also es war gar nicht mal die Post, sondern die Polizei. Ah, okay. Leider nicht, nur dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Ich verspreche, das nächste Mal bringe ich ein Bild mit dazu, habe ich ganz vergessen, aber das zeige ich euch das nächste Mal. Die sind auch in der Darstellung hier sehr ähnlich, ist mir aufgefallen. Also so wie die hier, da gibt es ja schon ein paar Besonderheiten. Schaut euch mal den Wassermann an und so. Und das ist wohl in dieselbe Zeit einzuordnen. Also die Polizei, das Polizeipräsidium ist Anfang des 20. Jahrhunderts, also etwas später als die traditionellen Orakelkarten. Korrigiere mich, wenn ich jetzt hier Mist erzähle, Roger, aber bei den traditionellen Orakelkarten sind wir ja im Biedermeier. Ne? Ja. Das war so die Zeit, nachdem man den Napoleon losgeworden ist. Man wollte wieder Ruhe, man wollte wieder Geborgenheit. Man hat sich in Österreich einen jungen Kaiser an die Macht gewünscht. Den hat man dann auch bekommen. Und der hat dann Österreich dann, oder das K&K-Reich dann sehr lange unter seine Fuchtel, wie man in Österreich so schön sagt, genommen. Genau, und die Anke schreibt hier gerade, ich mag diese kleinen griffigen Karten sehr, die sind echt hübsch und gut mitzunehmen. Na, ich habe gerade passen in jedes Herrenhemd. Ne? Also das kann man da oben wunderbar in der Brusttasche mittragen. Passt wunderbar, trägt nicht auf. Ist alles schicko. Also, ich sehe schon, einige sind sehr, sehr interessiert daran, denn das ist etwas, was man so, man bekommt das so mit, man weiß, dass es die gibt, aber es gibt wenige, die sich, die ich jetzt kenne, die das so aktiv nutzen. Ich kenne eigentlich nur dich, lieber Roy, dass nun schon wirklich seit Jahrzehnten, darf man doch sagen, oder? Darf man das sagen? Sind sie für dich deine, kann man das sagen, Leib- und Magenkarten? Ja, spannend, mit diesen Karten habe ich im wahrsten Sinne des Wortes schon auch über den Wolken gelegt, denn ich hatte mal auf einer Reise von Hamburg nach München auf der Hin- und auf dem Rückflug die gleiche Sitznachbarin. Mhm. Und was ich sonst nie mache, ich habe eine Astro-Zeitschrift gelesen beim Hinflug und sie meinte, komisch, ein Mann, der Astro-Zeitschriften liest. Und ich so, ja, interessiert mich halt. Und habe ihr meine Visitenkarte gegeben. Und beim Rückflug saß sie wieder bei mir, in der gleichen Sitzreihe neben mir. Und dann habe ich gesagt, ja, aber bis jetzt haben sie noch nicht angerufen. Ja, so mit den Augenzwinkern. Und dann sagte sie, ja, dann machen wir das gleich mal hier. Und dann habe ich tatsächlich auf einem Flugzeugsitz ihr die Karten gelegt. Und ich erinnere mich noch sehr gut auf die aufgezogene Augenbrauen der Flugbegleiterinnen. Denn die kamen dann auffallend oft an unserer Sitzreihe vorbei. Tja, die Orakelkarten haben eine gewisse Magie, würde ich mal sagen. Und aus euch beiden wurde aber kein Paar. Wir sind also nicht bei Geliebte und Geliebter gelandet. Nein, sie wurde aber eine sehr liebenswerte Klientin. Mhm. Ah, also es ist doch was aus euch geworden auf einer professionellen Ebene. Ja. Und das, glaube ich, ist, ich versuche hier so krampfhaft eine Überleitung zu finden, du merkst es auf unsere heutigen Karten. Ja, ich habe mir absichtlich so eine Pointe ausgesucht, um mal zu gucken. Aber es ist nun mal keine Liebesgeschichte draus geworden, aber wir werden sicherlich heute auch mal hören, muss es denn immer die Liebe sein, auch wenn wir von Geliebter und Geliebter sprechen, da wirst du uns sicherlich aufklären drüber. Warum, ich blende mal die beiden Karten ein, um die es heute geht, warum
sind die so wichtig und warum fangen wir mit ihnen an? Das ist meine erste Frage an dich, Roy. Warum? Ja, sie sind halt nicht nur weiblich-männlich, sondern sie sind halt auch unser Anima und unser Animus. Mhm. Und sie sind auch das, was wir alle auch im Einzelnen sind. Und sie zeichnen auch diesen ganzen Zyklus aus. Und sie sind halt wichtig. Sie sind die einzigen Personenkarten mit dem Herz drauf. Mhm. Auch das zeigt schon, dass wir uns den Karten widmen dürfen, sollen, können. Und nicht nur auf der Liebe, sondern auch auf der Eigenliebe, auf der Selbstliebe. Okay. Die Bezeichnung, die Geliebte, der Geliebte, das ist ja auf den Karten, ich habe jetzt hier immer nur den Bildausschnitt gewählt, aber da wird ja in 6 verschiedenen Sprachen haben wir hier Bezeichnungen drauf. Ich zeige das mal hier, halt das mal hier so in die Kamera. Das ist das, was drunter steht, ist also auf alle Fälle, wie es passend ist, für einen Vielvölkerstaat werden verschiedene Sprachen angesprochen. Das heißt zum Beispiel die Geliebte auf Englisch Sweetheart. Das ist nicht nur einfach Lover, sondern Sweetheart. Und die anderen Sprachen außer Französisch und Italienisch kenne ich nicht. Ljubavnica ist wahrscheinlich irgendwie Serbisch oder irgendwas? Kroatisch. Kroatisch. Und das andere ist Ungarisch, das kann ich nicht. Also ja. Warum die Sprachen, auch kurz erklärt, das waren die Sprachen, die man in einem Staat gesprochen hat, der schon zur damaligen Zeit die Finanzkraft der heutigen EU hatte und die spannenderweise auch die Fläche, denn das ging ja weit bis in das, was man leider im Moment so immer wieder hört, in das heutige Lviv, in das Lemberg, das war österreichisches Gebiet, es ging bis nach Mailand, Teile von Venedig waren K&K-Monarchie, Teile von Deutschland gehörten dazu, denn die Habsburger haben erfolgreich fast jeden Krieg, den sie geführt haben, verloren. Aber wenn sie geheiratet haben, dann wurden sie wieder groß und mächtig. Und da dieses Gebiet, darum auch diese Sprachen. Jetzt kann man sich fragen, ja, und was ist dann das Französische? Ja, nun, wir waren kurz nachdem der Herr Bonaparte da Europa ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Aber auf der Donau war die Verkehrssprache Französisch. Mhm. Ah, okay. Und darum auch dieses Französische. Genau, heißt es irgendwie, andere mögen Krieg führen, du Österreich heirate? Gibt es auch diesen Spruch? Ja. Bezieht sich das darauf? Ja, natürlich. Und 1500 war ja damals noch Habsburger, die sich noch nicht von den Spaniern oder die Spanier von den anderen Habsburgern abgespaltet haben, ein Reich, wo die Sonne nicht unterging. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat danach keiner mehr so wirklich geschafft. Ja, interessant. Ich merke schon, im Chat sind wir schon völlig im Thema. Da wird über Kerle gesprochen. Also ich merke schon, das Flair des Biedermeiers geht schon auf unser Publikum über, denn wir sind natürlich hier bei einem richtigen Kerl, beim Geliebten und einer feinen Dame. Das ist nicht einfach, heutzutage können wir ja oft die Geschlechter gar nicht mehr unterscheiden, Männer und Frauen im fließenden Übergang, Transgender, das sind alles Themen der heutigen Zeit. In der Zeit des Biedermeier war die Welt da noch in Ordnung. Ich hoffe, ihr hört mein Augenzwinkern durch die Worte hindurch. Da gibt es natürlich dann noch die sittsame Dame, die auf der Parkbank sitzt und auch etwas verschämt und schüchtern eher Richtung Boden blickt, während der, wir hören gleich genauer, wer er ist und was er darstellt, uns doch recht forsch und stramm entgegenblickt. Also ziemlich krasse, würde ich mal sagen, geschlechterspezifische Stereotypen. Moment. Okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen uns von unserem zurückgezogenen Jahrtausend verabschieden und uns in die Zeit zurückversetzen, in der die Karten gemalt wurden. Da war es nicht mit Internet möglich, innerhalb kürzester Zeit 5 verschiedene Beziehungen parallel zu haben, sondern da hatte man stets darauf bedacht, dass der Ruf nicht ruiniert ist, A, und B, hatte man halt beschränkte Möglichkeiten, dass man sich getroffen hat.
So, das ist mal das eine. Und dann gab es ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Also in Kneipen waren Frauen nicht so gerne gesehen, sonst hatten sie einen schlechten Ruf, wenn sie überhaupt reinkamen. Das ist das eine. Das andere, wo hattest du viele Möglichkeiten? Ja, im Sommer, wenn die Gartenfeste waren, dann konntest du raus. Darum auch diese immer wieder Anspielungen auf Außenwahrnehmungen. Mhm. So, das ist das eine. Und dann hat man sich in der Form, wo man gelebt hat, war es auch nicht so einfach. Ne? Du hast nicht so wie heute den Wohnsitz stetig gewechselt. Das hast du als Handwerker gemacht, wenn du auf die Walz gegangen bist. Aber davon wollte natürlich die gutbürgerliche Gesellschaft von Wien nichts wissen. Die hat übrigens auch keine Arbeitskarte dabei. Und dann geht es darum, ja, wen hole ich mir denn dann? Da blieb dann nicht mehr viel über, dann musste man sich auf die Militärgesellschaft ausweiten. Und darum sehen wir hier auch ja nicht irgendjemanden, sondern einen Kosaken, eine berittete Spezialeinheit, die zu dem Zeitpunkt dann in allen Armeen Europas auftauchen. Und die haben so partisanenähnliche Angriffe geführt, oft über die Flanken raus. Und dadurch, dass sie ja oft schon mit den Pferden groß wurden, konnten die wirklich reiten. Also die werden heute jede Zirkusattraktion noch dreimal toppen, weil die konnten wirklich viele Dinge, weil sie eben so mit ihren Tieren verbunden waren. Also man was sieht, ich schade finde, ja, bei dieser Darstellung, denn das ist eine Uniform der ungarischen Kosaken, dass man nicht ihre Kopfbedeckung sieht, denn die war immer noch besonders schön mit Federn geschmückt, das sogenannte Tschako, und den sieht man leider nicht. Ich vermute mal, dass man ihn deshalb nicht sieht, weil er natürlich in Gegenwart der Dame bereits den Hut abgenommen hat. Um ihn, normalerweise würde er wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das auf der Karte dargestellt wird, wahrscheinlich unterm Arm getragen werden dann, oder? Wenn man ihn. Das war relativ steif, relativ hoch. Also das war, den hast du wirklich getragen, auch immer mit Kienriemen, damit er nicht runtergefallen ist. Also ich habe da mal in einem heeresgeschichtlichen Museum sehr tolle Stücke gesehen. Also das war schon. Das war teuer auch. Also das hast du nicht jeden Tag getragen. Ich habe nachher sogar noch ein Bild, da könnt ihr das auch nochmal sehen, wie das ausgesehen hat. Bei den Karten ist es jetzt so, meine Frage ist, wenn du mit diesen Karten legst und sie tauchen auf, so wie ich es verstanden habe, steht die Geliebte immer für die weibliche Hauptperson und der Geliebte für die männliche Hauptperson. Was ist überhaupt eine Hauptperson? Ist das dann der Fragesteller oder? Ja. Mhm, okay. Ja. Es kommt immer auf den Umstand an in der Beratung. Um was geht es denn überhaupt? Ne? Ist es eine Sache, dass man hergeht und fragt, wie entwickelt sich? Dann geht es um die Hauptperson oder geht es um die Person in ihrem Inneren? Dann geht es um Animus und Anima. Okay, also es könnten seelische Anteile sein. Es kann aber auch ganz konkret die Person gemeint sein, die die Frage stellt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, mir fehlt da einfach die Erfahrung, aber gut, dass du da bist. Man legt wahrscheinlich, legt man da immer ein ganzes Blatt, also so wie bei den Lenormand oder sowas, und dann haben die bestimmte Beziehungen zueinander oder legt man da einzeln die Karten? Also ich empfehle, aber das ist natürlich meine Erfahrung über die lange Zeit, ich lege immer 36 Karten aus. Mhm. 9 Karten in einer Reihe, 4 Reihen untereinander. Mhm. Und dann beschränke ich mich aber auf das Thema. Also es interessiert mich da nicht über die Cousine vierten Grades, sondern es geht mir wirklich um die Frage, um das Thema. Und dann kann man wunderbar das machen. Kleiner Hinweis, wer unser neuestes Orakelbuch, die traditionellen Orakelkarten im Handel erwirbt, der findet irgendwo im Buch dann einen versteckt ein Passwort. Und mit diesem Passwort kann man dann auf der mantischen Homepage das bekommen, was im Buch leider nicht möglich ist abzubilden, nämlich Legesysteme, Legesysteme, Legesysteme und Videos dazu. Mhm. Ah, ja. Und dort wird dann auch ganz klar erklärt, wie legt man denn eine große Auslage, was ist denn wichtig,
wo kann man das noch bis zum Abwinken, also man kann so eine große Auslage sehr, sehr detailliert und ins Tiefste rein bearbeiten, wo man dann schon gut seine 120 Minuten dran sitzt. Also ich meine, in dem Buch selber, das finde ich toll an eurem Buch, habt ihr schon auch Beispiele, zum Beispiel, toll finde ich das Kapitel Kartenleger-Slang. Ja, kurz, ich muss hier, die Sonne kommt jetzt. Ne? Jetzt kommt die Sonne, der Nebel ist vorbei. Ja, ja. Damit ich nicht total... So, jetzt schaust du, bin jetzt, du schaust jetzt ein bisschen besser aus. Genau, und dann gibt es so Kapitel eben auch, wie mische ich Karten, also da ist viel drinnen, also man bekommt echt bei dem Buch, deswegen lege ich euch das echt ans Herz, es kommt auch in dieser wohlfeilen Pappschachtel und da ist das Buch drin und natürlich auch die Orakelkarten aus dem Hause Piatnik, die liegen hier ebenfalls dabei. Und da habt ihr schon mal einen guten Start, aber die Idee, das Ganze online zu verknüpfen und dann sozusagen mehr Informationen zu vertiefen, ist natürlich sehr zeitgemäß. Das wäre in Biedermeier wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und eine ganz komische Frage, Rui, die mir jetzt just einfällt. Wie hat man denn das früher gelernt und wer hat denn das überhaupt ausgeführt? Wer hat denn Orakelkarten gelegt? Wer durfte das? Also, gemacht hat, mal unabhängig von dem Stand, also welchen wirtschaftlichen oder politischen Stand hattest du, großteils Frauen. Mhm. Ja, also Männer haben sich auf das nicht heruntergelassen, die haben Tarock gespielt im Wirtshaus aber oder in den Hinterzimmern der feineren Kaffeehäuser, aber mit Kartenlegen hatten sie die sich nicht auseinandergesetzt. So, das ist mal das eine. Dann sind die Karten auch, wer sich da ein bisschen auseinandersetzt, dann immer mit seltsamen Begrifflichkeiten. Ich komme dann dazu, wenn wir uns über die einzelnen Karten dann unterhalten, nochmal drauf zu sprechen. Ja, das war immer so ein bisschen auch nebulös. Und ich weiß, dass meine Großmutter während des Austrofaschismus in Österreich gegen Naturalien diese Karten gelegt hat. Mhm. Und was spannend ist, meine Mutter hat das einmal versucht, ging in die Hose und hat dann die Karten nie mehr angefasst. Und wie sie dann einmal gesehen hat, wie sie mich besucht hat, dass die Karten umliegen, meinte sie nur, ach so, ja, das hat meine Mutter auch schon gemacht. Also, wie es weitergegeben, obwohl ich habe das nicht von meiner Mutter gelernt, wie das weitergegeben wurde, vermute ich mal auch immer so in dem Mutter-Tochter-Kontext. Mhm. Okay. Und ist das etwas, was man dann so wirklich so in den Salons gemacht hat? Also jetzt nicht unbedingt öffentlich in den Cafés oder Kaffeehäusern, sondern eher in den Salons und man wusste irgendwie, die eine kann das, dann ist man da hingegangen. Ja. Und wahrscheinlich haben Frauen gegenseitig besucht mit solchen Sachen. Ja, und so, ja, zum Zeitvertreib, wie wird denn die Liebe und so. Man darf eins nicht vergessen, das, was wir heute unter Liebe verstehen, das gab es damals nicht. Das war eine Form der wirtschaftlichen Absicherung. Man hat geguckt, dass man gut durchs Leben kam, dass man abgesichert ist, wenn der Mann in irgendwelchen Situationen nicht überlebt. Also zum Beispiel haben in den Gilden oder in den Zünften hat dann der erfahrenste Geselle dann oft die Witwe des verstorbenen Meisters geheiratet und hat so den Bestand der Firma weiter gesichert. Also das darf man so auch nie vergessen. Also es war ein bisschen anders. Und wie es übertragen wurde, schreibt im Chat ja gerade Viola sehr treffend. Es kam halt immer so, ich sage es dann immer mit einem Augenzwinkern, am Sterbebett hat dann die Großmutter der Lieblingsenkelin dann ihre Geheimnisse verraten. Also so wie bei der Tante Jolesch, wie es Friedrich Dorberg beschreibt. Da ist auch noch eine Frage, die wir vielleicht ganz kurz klären können. Kathi, eine Verständnisfrage. Sind das die gleichen Karten, wie die wir als Kipperkarten bezeichnen? Nein. Nein. Ganz andere Baustelle. Ganz andere Baustelle. Und warum ich diese Karten jedem Interessierten ans Herz legen möchte, ist, man kann sie sehr, sehr schnell lernen, denn sie haben einen wunderbaren Vorteil, sie haben keine Zahlen. Also ich muss mich nicht mit irgendwelchen Häusersystemen wie bei Lönnermer oder bei Kipper auseinandersetzen, sondern ich habe Bilder. Mhm.
Und das macht das Ganze charmant. Okay, und damit ist man sozusagen auch numerologisch, muss man nicht zusätzlich noch Numerologie beherrschen oder sonst irgendwas, weil die Reihenfolge, die ist zwar festgelegt, wahrscheinlich wie sie erscheinen vom Verlag her, aber grundsätzlich ist es eher willkürlich. Genau. Und dass wir jetzt mit Geliebte und Geliebte beginnen, liegt daran, dass es eben die Hauptpersonen darstellen und weil sie dieses Herz haben. Ich habe dazu noch eine Frage. Und zwar, gerade weil sie das Herz haben und weil wir jetzt mal den Kontext verstanden haben, in dem das Ganze geschieht, das Thema Liebe scheint wohl eines der zentralen Themen gewesen zu sein, mit denen man die Orakelkarten befragt hat, oder? Ja, denn... Also wir machen das heute so mit Liebe und ruft er an und nicht oder bleibt er oder geht er. Aber das hatte zu der damaligen Zeit einen ganz anderen Kontext. Mhm. Wenn ich dann einen hatte, ja, also nicht den Kosaken, weil der war dann da, hier und wieder weg. Wenn ich dann wirklich einen hatte, dann war das für mich eine wirtschaftliche Absicherung. Mhm. Und ich war dann in der Gesellschaft dann auch ganz anders dargestellt. Ich war dann auf einmal nicht mehr das Mädchen oder Fräulein, sondern ich war auf einmal die Frau. Also du hattest auch einen ganz anderen Kontext. Und man war, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen übertrieben, nicht mehr eine Form des Freiwillens. Mhm. Mhm. Und ich meine, ich habe mir die schon mal rausgelegt, die Karten. Es gibt ja noch zwei Karten, über die wir natürlich noch sprechen werden. Es gibt natürlich die Heirat. Ich habe mir nämlich überlegt, bei der Karte, ist das der gleiche Mann, den wir hier sehen? Ist der Geliebte, wird er hier wiederholt? Ich habe so den Eindruck, das ist ein anderer. Genauso wie hier auf der Karte Fröhlichkeit, wo die beiden so tanzen. Ich habe so das Gefühl, der ist sehr glatt rasiert und in seinem Frack. Ist es der gleiche, Rui, oder ist es doch ein anderer, der Geliebte? Tja, das ist es der, den wir heiraten? Die Frage. Die uns wahrscheinlich schon seit 200 Jahren umtreibt. Aber ich zeige euch mal die Karten schon, darauf könnt ihr euch schon freuen. Wir werden dieses Geheimnis vielleicht lüften oder auch nicht. Ist der Geliebte der, den wir heiraten werden? Oder ist er einfach nur mein Herzensmensch, mein Seelenpartner? Man weiß es nicht. Also ich möchte mich an der Stelle bedanken an meine wunderbare Frau, die im Hintergrund immer noch Zusatzinformationen in den Chat abgibt. Dankeschön an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Kirsten. Man merkt, im Hintergrund wird hier mantisch für Informationen... Hier bleibt nichts dem Zufall überlassen. Genau. Hier eine mantische Informationsexplosion. Sehr, sehr schön. Ja, es ist die Frage. Also wenn wir, die beiden haben auch das Herz. Man merkt, Liebe ist ein Thema, aber auch wenn Birgit natürlich schreibt, und ich gebe ihr völlig recht, Liebe ist doch immer zentral. Du hast es am Anfang kurz erwähnt, es geht auch um Selbstliebe, es geht um Verbundenheit miteinander und da ist vielleicht Liebe in einem partnerschaftlich, erotisch, sexuellen Sinne nur ein Teil davon, oder? Oder ist also der Geliebte auch im übertragenen Sinn zu verstehen? Ja, das zum einen, dann zum anderen war ja Liebe zu der damaligen Zeit ein ganz anderes Thema. Ja, es war wohl Liebe wichtig, aber es war nicht so existenziell, wie es heute den Anschein hat. Ich lache. Ja, Nein, ich muss gerade lachen, gesagt, weil ihr Kirsten schreibt, vor allem wird Frühstück gemacht, ich bin ja die Frau. Ich merke schon, der Biedermeier im Hause Buchholzer. Ist auch ab und zu vorhanden, ja. Ich weiß, also ich muss aber gleich verteidigen, ich weiß, dass Rui sehr oft kocht und ein begnadeter Kochkünstler ist. Ich hoffe, ich verrate hier nicht zu viel. Nicht, dass die Leute schon Schlange stehen würden bei euch. Und dann ja, wir werden dann ein Außenbuffet dann irgendwann machen. Ja, genau. Entschuldige, ich habe dich jetzt da unterbrochen, aber ich wollte das kurz aufweisen. Alles gut. Nee, die Liebe hat ja heute einen anderen Stellenwert als wie vor 200 Jahren. Und es war halt eben nochmal, es war wichtiger, dass man versorgt war. Es war wichtiger, dass Frauen Berufe ausführen konnten, war nicht normal. Es war der Versorger, der Herr im Haus. Das hat ja auch einen Hintergrund, dass so wichtig war. Ne? Und darum ist es extrem, dass man hergeht und sagt, hey Leute, das war damals und darum
sitzt die auch hier so irgendwie kokettiert auf im Garten? Ne? Sie könnte genauso gut zu Hause am Sofa sitzen. Nee, macht sie nicht, weil das war nicht möglich, sondern getroffen hat man sich in der Öffentlichkeit. Also ich denke mal, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Wir sehen ja so parkähnliche Szenen. Der Hintergrund ist eben, dass man sich dort, wenn man sich traf, dort traf. Ich meine, wir kennen ja alle so Serien, ich habe schon gehört, Bridgerton und so weiter und Jane Austen. Wenn man sich denn im Zuhause traf, dann war das natürlich zeremoniell begleitet und es war natürlich immer die Anstandsdame, die Mutter oder sonst wer dabei. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, machte als potenzieller Heiratskandidat, dann war das alles durchaus sehr formell und geregelt. So richtig befreit konnte man wahrscheinlich nur sein, wenn man im Park einen gemeinsamen Spaziergang gemacht hat und mal nicht unter dem Auge irgendeiner Gouvernante stand. Also so ist zumindest meine Vorstellung. Ja, und der männliche Anteil musste schon richtig Avancen machen, dass man sich dann auch im Park treffen konnte. Ne? Ja. Sehr gut, übrigens kann man das in Texten, die Max Raabe immer wieder vertont, auch hören, die eigentlich aus den 20er, 30er Jahren stammen, die aber eigentlich die Anlage nochmal 40 Jahre früher haben. Also von daher gesehen, dort kann man nochmal ein bisschen so die Zeit Revue passieren lassen. Ja, wenn ich das jetzt nun lege, die beiden Karten, oder wenn die auftauchen im Blatt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn sie die Hauptpersonen sind und ich lege jetzt nicht ein volles Blatt, sondern ich lege, was weiß ich, vielleicht nur eine Tageskarte, was wäre denn dann die Bedeutung, wenn ich zum Beispiel jetzt als Tageskarte, ich jetzt als Mann die Tageskarte, die Geliebte zöge? Was wäre dann? Was würde? Ja, es wär, hat natürlich wie immer mehrere Hinweise. Einer wäre, erlaub dir, deinen weiblichen Anteil vermehrt zu leben, anzuschauen, umzusetzen. Das andere wäre, wie sieht es denn wirklich aus mit deinen weichen weiblichen Formen? Oder man könnte es natürlich noch extremer gehen und sagen, geh mal raus und setz dich auf die Bank. Also ich kann das Bild auch ganz wörtlich nehmen und sagen, setz dich mal raus auf die Bank, vielleicht kommt ja jemand vorbei und findet dich ganz toll. Es ist ja so eine abwartende Position. Man vergleicht mal das mit dem die Geliebten, der steht schon da, also der guckt schon. Wenn man die jetzt so nebeneinander liegt, denkt man sich, ja, stellt euch mal so eine Szene vor, sie sitzt da auf der Bank und er nähert sich ihr und sie guckt erstmal noch ein bisschen schüchtern weg. Also sie erwidert den Blick nicht gleich, wie sich das nun gehört. Ja, sie muss ja weg. Sie muss ja weggucken, denn wenn man jetzt das weiterspinnt in der Hierarchie, ist da ein ganz klarer Unterschied. Sie muss kokettieren. Sie darf ja nicht am Anfang ihm Avancen machen, sonst wäre sie ja ein gefallenes Mädchen, die mit jedem dahergelaufenen, ne, die Sprache verrät es uns ja schon, mitläuft. Also von da gesehen, das muss sie ja auch tun. Und dann noch etwas anderes. Schaut mal die Kleidung an. Mhm. Das ist ja nicht irgendeine Kleidung, so tritratralala, mit dem ich auch den Haushalt mache. Nee, das ist schon etwas außernatürlich, das ist was Schönes, da habe ich mich herausgeputzt. Also die Sprache gibt uns da auch immer wieder Hinweise auf die Karten. Also ich könnte, also sagen wir mal so, wenn wir von einem weiblichen Anteil sprechen und einem männlichen Anteil natürlich dann analog, dann besteht der weibliche Anteil darin, so in eine gewisse Passivität und abwartende Haltung zu gehen, etwas vorsichtiger zu sein, aber durchaus auch zu signalisieren, dass man eine Form von Empfangsbereitschaft hat. Ne? Also dieses rosafarbene Kleid drückt aus, ich sitze jetzt hier nicht, weil ich gerade eine Zigarettenpause mache und furchtbar im Stress bin, sondern ich sitze hier schon, weil ich gesehen werden möchte. Ja. So ist es. Ja. Aber mir fällt natürlich immer ein bisschen schwer, das so mit den Begriffen männlich-weiblich irgendwie heutzutage so zu verbinden. Das ist einfach nicht mehr wirklich en vogue, aber die Karte der Sprachen ist so. Und man muss es dann für sich dann eben einfach, und ich denke, das ist erlaubt, in sein eigenes Weltbild transferieren. Für mich wäre das eher sowas, was man eben früher als weiblich bezeichnet hat, etwas in eine abwartende Position. Aber man ist eben jetzt nicht in einer mütterlichen Position. Es ist keine Mutterkarte. Nee, das kommt später. Das kommt später, ja. Also es ist nicht weiblich allgemein, sondern es ist das Weibliche in dem Aspekt des
einladen, denn wie eine Blüte, die darauf wartet, auch das Jugendliche, bestäubt zu werden. Es ist auch das Jugendliche. Das Jugendliche, ja. Ja, und wenn ich schon sage, eine Blüte, die darauf wartet, bestäubt zu werden, da kommt der Bestäuber schon und das ist der Geliebte an dieser Stelle. Ja, ich würde es noch nicht so weit ausführen, denn der ist ja nur mal da, um zu repräsentieren. Ne? Das sind so diese, ich vergleiche es immer ganz gern mit den Gorillas, ne? Wo der Silberrücken ganz klar den Jungaffen zuschaut und wenn es ihm dann zu viel ist, dann kriegen die Jungaffen eins hinter die Ohren und dann geht es wieder gut und dann spielen sie wieder und dann versuchen sie wieder den Silberrücken zu ärgern. Also es ist so ein ewiger Kreislauf. Und hier haben wir so einen jungen Galant, der versucht, repräsentativ die Frauenwelt zu erobern. Ich glaube, bei uns würde man sagen, der ist schneidig, oder? Also das ist ja. So einer, hat Schneid. Ja. So in der Richtung. Der repräsentiert, der ist da, der erscheint. Und wenn ich den jetzt, sagen wir mal, eher als inneren Wert sehen würde, was würde er verkörpern? Natürlich das männlich, aber was wäre das? Es wäre auch das Auftreten, es wäre das klare Zeigen, ich will etwas, noch nicht klar definiert, ich gehe nach außen und ich versuche mal mein Revier abzustecken. Also man könnte sagen, die Geliebte ist so eher das Introvertierte, wobei das nicht täuschen soll, das ist nicht introvertiert im Sinne von, ich gehe in mich, bin der Eremit, ziehe mich zurück, sondern ich bin in der erwartenden Haltung und der Geliebte ist eher so, ich gehe schon aktiv auf die Dinge zu, ich repräsentiere auch die Aktion, er hat ja ein, wenn man so will, vereinfacht eine Uniform, ein Soldatengewand an, Soldaten stehen ja eher Mars, die Tat, man könnte sagen, die Geliebte ist eher Venus, ja, so von den planetaren Prinzipien her, die eher dazu auffordert, ihr gegenüber aktiv zu werden. Das wäre ja astrologisch auch das Prinzip der Venus, ne, die etwas haben will. Und der Geliebte ist eher der Mars, der sagt, und ich hole es mir. Also man könnte sagen, die beiden stehen in so einer Wechselbeziehung zueinander. Zwei Anteile in mir. Einmal die Geliebte, die sagt, was will ich haben? Und der Geliebte, wie hole ich es mir? Ja, nicht... das hole ich mir, sondern das will ich haben. Denn ob er es bekommt, ist noch eine andere Frage. Ah, okay. Na gut, man könnte sagen, also hier mache ich die Anstrengung wenigstens, hier gehe ich in die Tat. Ob es dann gelingt, ist auf dem anderen Blatt geschrieben. Und hier ist sozusagen der Wunsch. Ne? Das ist sozusagen, so versuche ich das für mich gerade zu fassen. Ne? Venus und Mars astrologisch, glaube ich, wären da ganz gute Entsprechungen. Sind gute Hinweisgeber, Eselsbrücken, Analogien, die man nutzen kann, ja. Ja, schön. Oh, du hast auch eine Biedermeier-Tasse, lieber Robert. Ja, nicht irgendeine, ich zeige das mal kurz in die Kamera. Ne? Was steht denn da drauf? Erdinger Kaffee. Das ist der Gruß der Gruß nach Bayern aus dem hohen Norden. Ja. Schau mal in die richtige Richtung, wenn wir von Hamburg aus Richtung Österreich denken, stößt man zwangsläufig auch auf Bayern. Die liegen da irgendwo dazwischen. Ja, wobei die Hamburger da ein bisschen weniger mit der Geografie zu tun haben. Alles südlich der Elbe ist für sie Balkan. Okay. Aber das musste ich hier in Hamburg lernen. Ja, es wird eine Frage, die Social Media Impulse stellt, ist, wenn man auf den Hintergrund der beiden Karten achtet, ist es beim Geliebten der Hintergrund rosa und bei der Dame blau, kann man dies als eine Vereinigung deuten? Ich schaue gerade, stimmt? Nein, man muss ein bisschen aufpassen, denn es hat eine, beim Druck gab es ab und an leichte Änderungen, also mir ist es dann auch aufgefallen, bei Kleidung an der Frauen auf einmal hat das extreme Veränderungen gegeben. Also ich würde weniger den Himmel schon auch mitnehmen, aber ich würde das zu einem späteren Zeitpunkt genauer erklären. Und was auch schön ist bei den Orakelkarten, wir haben natürlich immer ein bisschen drumherum etwas, aber wir sind nicht so extrem, wie man es bei
zum Beispiel den Karten, den Tod Tarot von Aleister Crowley und Lady Freda Harris kennt. Genau. Liebe Anke, nicht Erdingen, sondern Erding. Das ist eine Ortschaft in der Nähe von München. Und ist die Hochzeit ein Symbol für die Bestäubung? Naja, möglicherweise. Aber ich glaube, die Bestäubung findet eher hier statt. Also, wenn ich mal so vorweggreifen kann. Das sieht für mich so nach Bestäubung. Kurz, ich muss auf etwas hinweisen. Ja. Das wilde Bergvolk hinterm Semmering. Ach du liebes bisschen, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer auf was anspielt. Wir Obersteirer mögen ja als Bergvolk hingestellt werden. Uns gab es aber schon, bevor die Habsburger ein großes Reich gebildet haben. Denn das Herzogtum oder das Erzherzogtum Steiermark gibt es jetzt seit ungefähr 750. Nur so ein kleiner historischer Hinweis. Also wir sind kein wildes Bergvolk, sondern wir hatten schon Kultur, bevor die anderen da in Wien einen Stephansdom präsent gemacht. Also du bist jetzt gerade hier so hier gewesen, Rui, oder? Das war jetzt so dein innerer Offizier, der da spricht. Ich musste hier den Offizier mal ganz klar rausholen. Ja, sehr schön, lieber Rui. Ich glaube, wir werden mit den Karten noch viel Freude haben. Ja. Ich rieche Glatteis, die Anke. Ja? Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Liebe Lucignano, die Steirer und so. Aber sei ja euch alles geschenkt. Ihr werdet also hier noch jede Menge andere Dinge lernen, habe ich den Eindruck. Also Orakelkarten. Der Kontext ist wiederum entscheidend. Und die Österreicher sind, und deswegen habe ich auch schon ein bisschen Zahnschmerzen gehabt, das mit den Bayern zu vergleichen. Wir teilen zwar, also wir, nicht ich, die Bayern und die Österreicher, den gleichen Sprachstamm, die sogenannte bayerische Sprache, wohlgemerkt aber hier mit AI geschrieben, nicht mit AY, hat nichts mit Bayern zu tun, ist nur die Ähnlichkeit der beiden Sprachen. Ja. Aber Bayern und Österreich sind doch wiederum zwei Paar Stiefel und das muss man, und dann innerhalb von Österreich gibt es wiederum zig andere Paar Stiefel, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber ihr werdet vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren, wenn ihr diese Serie weiter verfolgt. Da kriegen wir doch ein paar intimere Einblicke in die Seele Österreichs und da freue ich mich natürlich schon drauf. Na gut, Herr Mito von Doderer mag wohl schöne Bücher geschrieben haben, hat aber nie die Seele, die wirkliche Seele, zum Beispiel des wunderschönen Altausseersees kennengelernt, in dem die Dichter ihre Feder reingedunkt haben, um ihre Bücher zu schreiben. Ne? Aha, Lucignano ist wahrscheinlich Teil dieses Dilemmas, denn sie schreibt von uns, hat uns so bezeichnet. Und Viola spricht von den depperten Deutschen, das ist natürlich auch nicht nett. Die heißen natürlich mundartlich anders. Wie sagt der Österreicher, ich mag es nicht aussprechen, aber du kannst es sagen zu den Deutschen. Das sind die Piefke. Wertvolle Urlaubsenthusiasten. Wertvolle Urlaubsenthusiasten. Oder einfach kurz Piefke genannt. So, das ist meine, und ich habe sogar noch einen Spezialausdruck für Deutsche kennengelernt, den man offensichtlich nur unter vorgehaltener Hand in Wien sich zumindest erzählt, das sind die Marmeladinger. Das ist ein Ausdruck, den habe ich vorher noch nie gehört, aber eine Wienerin hat gesagt, kennst du den Ausdruck zufällig, die Marmeladinger für Deutsche? Ja, wurde ursprünglich in Oberösterreich geboren, wobei man nicht ganz sicher ist, ob man da nicht die Mühlviertler meinte, aber das ist dann wieder so ein österreichisches. Ich weiß so, bitte korrigiere mich, warum der. Ich fand das interessant. Piefke hört sich so ein bisschen an nach Preußisch und so weiter. Da kann ich mir schon mal einen Reim drauf machen. Aber die Marmeladinger, das sind die, weil irgendwie die deutschen Soldaten in den Kriegen offensichtlich sich dadurch kennzeichneten, dass sie immer Marmeladebrot dabei hatten. Ja. Wobei Marmelade so ein ganz ekliger Erdbeerpampf oder Pseudo-Erdbeerpampf gewesen sein muss, den keiner essen wollte. Ja, aber wenn du halt als Soldat im Schützengraben nichts anderes hast und Marmelade hat man halt durch viel Zucker halt haltbar gemacht, dann war es eben das. Und Butter gab es nicht, es gab nur Brot, meist eben schon kurz vor Ende der Haltbarkeit, plus die Marmelade und dann hat berühmt halt, der Teufel die Fliege gefressen halt. Lucignano, alles in Ordnung. Ich finde das ja toll, dass wir über diese Dinge reden. Aber wir kehren natürlich auch, also, weil das einfach interessant ist. Also ich finde es einfach interessant,
Das ist etwas, das gehört dazu. Das gehört zu dem Flair dieser Karten sicherlich auch dazu. Ja, ich komme ja aus einem Touristengebiet und wir haben natürlich hinter vorgehaltener Hand uns immer über die Beefcakes lustig gemacht, die in teuer gekauften Lederhosen sich ihren Urlaub da teuer erkauft haben, denn denen wurde das Bier immer zum doppelten Preis verkauft, während die Eingeborenen die Hälfte bezahlt haben an den sogenannten Heimatabenden. Also von daher gesehen, ja, das ist eben, wenn der Tourist kommt, dann werden die Preise gleich teurer. Ne? Also ich muss mal zugeben, ich bin ja auch gerne am Ausseer See, Freundin von Ausseer Land. Und am Ausseer Land und es ist einfach wunderschön. Kann man einfach nichts anderes sagen. Vielleicht sogar die schönste Gegend Österreichs. Ich kenne nicht alles von Österreich, aber was ich so kenne, würde ich mal sagen, dort trifft man eigentlich auf das, was so Österreich für uns in unserer Vorstellung existiert. Auch Traditionen, Bräuche und so weiter gibt es dort. Ich habe hervorragendes Schnitzel dort gegessen. Also es ist eine Gegend, die sehr traumhaft ist, aber auch natürlich deswegen touristisch attraktiv. Und aber da können wir uns dann nochmal anderweitig drüber unterhalten. Ich glaube, wir kommen sonst von Hölzchen auf Stöckchen. Kommen wir nochmal zu Die Geliebte und der Geliebte, aber ich glaube, ihr habt, es gibt konkrete Fragen zum Kartenlegen weiter oben, liebe Kirsten. Habe ich was übersehen? Ich habe hier, eine Frage habe ich noch gesehen von Tatjana, die ist schon etwas länger her. Lieber Roé, was hältst du von der 6x6 Kartenlegung? Keine Ahnung, was sie damit meint, aber vielleicht weißt du das. Ja, sie meint, also es gibt mehrere Systeme. Eins davon ist, dass man 6 Karten auslegt. Es gibt ein anderes System, wo du 9 Karten auslegst. Ja, ich empfehle trotzdem immer, alle Karten auf den Tisch zu legen und dann über die zu reden, wo die das Thema symbolisiert. Mhm. Denn so habe ich wirklich die Möglichkeit, viele Aspekte zu bekommen, die ich, wenn ich nur 6 von 36 nehme oder 9 von 36, die bekomme ich sonst nicht. Natürlich, am Anfang ist es immer besser, wenn man nicht überfahren oder überfordert ist, aber glaubt mir, liebe Community, ihr bekommt so viele Informationen, die oft der Fragende gar nicht am Anfang, wenn er die Frage stellt, überlegt hat. Mhm. Spannend. Ich würde mal jetzt ein bisschen aufs Gaspedal drücken und würde mal sagen, wir gehen mal in der Präsentation. Ich habe ein paar Bilder, die jetzt eher illustrierend sind. Also ja, wesentliche Informationen haben wir schon genannt dazu. Aber ich wollte kurz, das können wir vielleicht kurz abfrühstücken, Tarot-Leute, die vielleicht vorher noch nie mit den Orakelkarten zu tun hatten, wenn vielleicht denken, naja, ist doch das was mit den Liebenden zu tun? Kurze Antwort, Roé, gibt's da einen Bezug? Ja, natürlich ist die Liebe, ja, ihr merkt, Liebe hat in der heutigen Zeit einen ganz anderen Begriff wie zu dem Zeitpunkt, wo die Karten um 1850 von mir aus produziert wurden oder um 1500 wie Tarot de Marseille. Mhm. Und Liebe ist immer wichtig und darum ist für mich auch hier auch eine Verknüpfung auf anderen Ebenen, mit einer anderen Bildsprache, weil sich eben die Menschen anders entwickelt haben, 1500 wie 1800, 1900. Und darum, ja, sie haben alle eine Verknüpfung, denn Liebe ist was Menschliches und die Karten haben halt den Menschen versucht, Antworten auf die existenziellen Fragen zu geben. Mhm. Und darum finde ich, ja, sie haben einen Verknüpfungspunkt. Aber eher einen inhaltlichen, ne? Also formal ja, komplett andere Baustelle, nochmal um zu sagen. Und dann darf man auch nicht vergessen, es ist ein Unterschied, ob das ein Visconti Sforza um 15 oder 1400 Knips sich die Karten malen lässt oder um 1850 eine hoch angesehene Wiener Familie. Ja, also ist ein Unterschied. Noch eine Frage, die Kati gestellt hatte, nach welcher Zeit die Karten gedeutet werden oder ganz intuitiv, mit Zeit wahrscheinlich meint sie nach der Epoche. Ich persönlich würde sagen,
eher einfach, du musst es in deine Sprache übersetzen und auch deine Zeit mit berücksichtigen. Wir sind halt nicht mehr im Biedermeier. Und dadurch werden die Themen, die wir hier haben, die werden sozusagen zum Symbol. Das Biedermeier wird zum Symbol für bestimmte Dinge, aber das ist nicht mehr unser Lebensstil. Wir müssen es auf uns heute übertragen, aber können uns trotzdem aus der Symbolkiste des Biedermeiers selbstverständlich bedienen. Ja. So meine ich das. Und die Frage von Social Media Impulse über die Farben haben wir schon beantwortet. Vielen Dank, Controllerin Kirsten, die ein Auge darauf hat, dass wir auch wirklich alles beantworten. Ja, ich glaube, wir gehen mal kurz weiter. In eurem Buch habt ihr erwähnt die Geschichte von Amor und Psyche. Also ihr findet in eurem Buch, ich halte es nochmal kurz hier in die Kamera, findet ihr also auch zu jeder Karte, das ist immer doppelseitig, immer auch Hinweise, das heißt immer dahinter steckt, also was dahinter steckt. Und da habe ich eben den Impuls rausgeholt bei Die Geliebte. Da sprecht ihr von Amor und Psyche. Das findet ihr bei Apuleius, aber auch in den Metamorphosen, zu denen ich ja gar nicht so lange hier mal eine Leselaube gemacht habe, Ovids Metamorphosen, da ist die Geschichte auch geschrieben. Und ja, magst du da was dazu sagen kurz, wie du Amor und Psyche drin siehst in dieser Karte? Ich habe noch ein zweites Bild, wo man vielleicht das nochmal sieht. Ja, machen wir das zweite Bild, das ist nämlich viel besser. Denn worauf beziehen wir uns? Ich möchte es mal ein bisschen größer zeigen. Wir beziehen uns auf das da. Mhm. Ja, wir beziehen uns auf eine andere Karte, die hier mit diesen kleinen Amörchen dargestellt wird. Und Amor ist halt natürlich so ein fieser Kerl, der seine Pfeile immer dann verschießt, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und Amor ist halt auch einer, der uns im Ungewissen lässt. Mhm. Ja. Und das ist so ein bisschen auch ist das halt fies, ne? Ja, das ist so ein bisschen die Situation zwischen Geliebte und Geliebter. Also gerade die Geliebte, die sitzt ja da. Es ist noch nicht klar, ob das, was sie sich wünscht, verwirklicht wird. Da steckt immer noch die Möglichkeit drin, es könnte auch scheitern. Ja, es ist natürlich, man hat keine 50-50, sondern man ist irgendwo bei 30-70, ne? Ja. Kriege ich den, den ich mir wünsche? Oder ist der schon in wen anderen verschossen? Ja. Und natürlich gibt es entsprechend, wir haben schon über den Kosaken gesprochen, den Husaren gesprochen. Hier seht ihr nochmal eine Abbildung. Hier heißt es Husarenjäger, freiwillige Husarenjäger, keine Ahnung, Mecklenburg, Strelitzer, keine Ahnung. Das Bild habe ich einfach so gefunden, damit man mal sieht, wie die so komplett ausschauen. Mit Hut, diesmal. Mit Jacko. Und aber da haben wir schon drüber gesprochen, das war halt in der Zeit wahrscheinlich das Sinnbild des Mannes, ne? Den hat man gewollt. Wichtig vielleicht noch, dass die Berittene sind, dass sie können zur Kavallerie und da sehe ich schon auch nochmal dieses Edle, man sitzt auf einem edlen Tier, man ist irgendwie so ganz repräsentativ. Na, wenn zum Beispiel hier in München gibt es berittene Polizei, ich glaube, die gibt es in Wien auch mittlerweile. Das ist schon, wenn die so durch den englischen Garten patrouillieren, das ist schon was anderes, wie wenn einfach mit dem Streifenwagen durchgefahren wird. Da wären schon noch andere Assoziationen wach. Ne, von ja, der sitzt halt höher oben. Ne? Also, das ist wenn sein Gaul, wenn sein Gaul auf dich zukommt, überlegst du, ja, das sind 300, 400 Kilo Lebendgewicht mit gefühlt in dem Moment vielleicht 20 km/h Schrittgeschwindigkeit. Da überlegt man sich, ob man nicht zur Seite geht. Ne? Na ja, natürlich, aber auch Pferde, ich sag mal so, die haben natürlich auch eine erotische Komponente. Na, nicht umsonst, der Hengst ist sicherlich auch ein Begriff, den man in vielen Zusammenhängen auch anders verstehen kann. Da glaube ich, da spielt schon nochmal das Pferd, speziell in unserer Kultur, nochmal so eine ganz starke erotische Anziehungskraft. Also kommt da noch durch. Weiß nicht, wie du das siehst, Roe, aber ich denke mal, das ist vielleicht etwas, was bei so einem Bild mitschwang, würde ich mal sagen. Ne? Wenn man aber auf alle Fälle hat das einen Einfluss, hat auch eine andere Komponente. Wenn sich einer ein Pferd leisten kann, ne, dann ist er nicht ganz so arm. Ja, das stimmt. Wenn, wenn einer eine Uniform hat, okay. Wenn er aber auch eine Ausgangsuniform hat,
Oh, ja, also da hat man auch eine andere Repräsentation. Also von da gesehen, also von da. Ja, also ich find irgendwie auch so, wie die beiden sich da unterhalten da auf dem Bild, das sieht dann sehr schmuck aus. Also die beiden, glaube ich, die sind auch mit ihrem Husarenbärtchen da. Also das ist so, klar, die Mode der damaligen Zeit. Aber man macht schon was her. Also die beiden sind jetzt gerade nicht auf dem Weg ins Schlachtfeld, würde ich mal sagen. Nee, eher ins Manöver. Ins Manöver, genau. Aber ihr erwähnt beim Geliebten auch ihn hier. Ja. Giacomo Casanova. Also ihr bringt den Geliebten in Zusammenhang mit, wenn ich von ihr redet, ich rede natürlich auch von Kirsten, die mit hier an diesem Buch geschrieben hat. Kirsten und S. Roy Buchholzer sind natürlich die Autoren von beiden. Da sprecht ihr von Casanova. Da kommt aber ein bisschen was Zwielichtiges auch durch. Ne? Also ich meine, ein Casanova ist es nicht unbedingt immer ein positiver Begriff. Ja, es ist immer im Auge des Betrachters. Ne? Was ich halt will. Könnte sein, dass ich einen guten Liebhaber habe, aber will ich den heiraten? Den Casanova, wenn ich weiß, dass der... Muss ihn heiraten? Muss man nicht. Also deswegen sage ich, der Geliebte und Geliebte verkörpern nicht unbedingt zwingend den Sehnsucht, in den Hafen der Ehe einzufahren. Das ist so das, was ich meine. Nee, es geht ja... Man darf nicht vergessen, es gab zur damaligen Zeit zwei Dinge. Entweder man hat geschaut, dass man gut versorgt ist und dass man den Nachwuchs auf die Welt geschafft hat. Oder ob man eben das nicht benötigt hat, weil man eben reich genug war. Ja? Und dann hatte man halt eine andere Vorstellung von Liebe, von Verliebtheit und von Treue. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Es waren andere Zeiten mit anderen Vorzeichen. Ja, du hast das vorher so schön gesagt, das war eben die Zeit des Biedermeiers und nicht die Zeit des Atomzeitalters. Was mir natürlich noch einfällt ist, weil auch gerade Anke gesteht, bei mir waren es vermehrt die Polizisten und Soldaten. Ich glaube, die Uniform verweist uns ja auch nochmal auf was anderes. Das ist einer, der in der Welt steht, der seine Rolle spielt, der auch eine Uniform ist ja, das sagt es ja, Uniform. Jeder hat das Gleiche irgendwo an. Da zählt nicht so sehr die Individualität, sondern da zählt mehr auch, dass ich repräsentiere in der Gesellschaft und dass ich einen guten Stand in der Gesellschaft habe. Die Uniform drückt das ja aus. Ich bin also nicht nur ich, der bunte Vogel, ja, der Narr, sondern ich bin einer, der sagt, nee, ich stehe hier in der Gesellschaft und ich leiste meinen Beitrag. Das ist es vielleicht, da, wenn ich dann die Uniform runterziehe, stellt euch das bitte geistig mal so schön vor, dann muss natürlich der Casanova dahinter sein. Also die Doppelrolle des Mannes spielt da auch eine Rolle. Er muss natürlich ein heißblütiger Lover sein und gleichzeitig muss er auch seinen Mann in der Gesellschaft. Kommt halt eben daher, wo stehe ich? Ne? Bin ich jetzt in der Masse und bin im Prinzip gleich wie links und rechts? Oder bin ich universell? Und eben dadurch bunt. Ich sehe schon hier wird schon, hier werden schon erotische Fantasien abgelehnt, totaler Upturn in einem Rollenspiel als Uniformierter. Naja, gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen, kann ich da nur sagen. Aber sich sozusagen. Ich bin ein bisschen erstaunt. Ne? wir sind hier ja noch vor 22 Uhr. Ja, vielleicht hat man 10 Uhr falsch verstanden, Rui. Ach, und dann ja. Ist ich. Okay. Aber ich hab auch noch was anderes für euch. Schaut mal hier. Also wer da jetzt nicht sagt. Der. Ich höre es schon, wie die Leute, ja, der ist so geschniegelt, gestriegelt, irgendwie geschleckt, aber schaut ihn doch einfach mal an. Ich weiß nicht, wer von euch ihn sofort erkannt hat. Also Kirsten, glaube ich, wenn du noch dabei bist. Du weißt, wer das ist. Also wenn eine das weiß, dann du. Aber das ist doch... Der ist ja der Modemacher, wenn man so will, des letzten Jahrhunderts.
Also wir sind jetzt in den 20er Jahren. Ich habe mir einfach mal erlaubt, ich habe mir überlegt, wen könnte ich jetzt hier als Liebhaber darstellen? Er heißt ja tatsächlich auch im Englischen, auf der Karte steht Lover, also wir dürfen ihn durchaus als Liebhaber sehen. Es ist Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino ist natürlich, zumindest für die 20er Jahre, der Prototyp von Mann, der wahrscheinlich der Geliebte wäre in den Orakelkarten. Ich weiß nicht, Rui, ob du mit mir da übereinstimmst, aber deiner Reaktion entnehme ich, dass du dem nicht ganz abgeneigt bist, denn mir dazu zu stimmen. Also ich finde ihn als attraktiven Mann und ich denke, der würde auch heute noch als Model durchgehen und die Frauenwelt betören. Ich habe noch mal ein anderes Bild, da guckt er natürlich jetzt sehr intensiv. Aber hier sehen wir ihn mit einer, ich glaube, eine russische Schauspielerin ist das gewesen, sehen wir ihn nochmal von der Seite. Er galt damals als der schönste Mann der Welt. Und ja, und ich finde auch heute noch kann er als durchaus attraktiv durchgehen. Ne? Also es kommt immer drauf an. Wir sehen ihn hier nochmal in einer Pose. Kirsten hat es, er war ja ein Stummfilmstar, schwarz-weiß natürlich. Und das sehen wir auch hier, die übertriebene Gesichtsmimik verweist darauf hin, wir sind in der Stummfilm-Ära. Und eine Tänzerin, aber ich habe den Namen leider vergessen, Navratovna oder so ähnlich. Das wird uns der Chat gleich sagen. Bestimmt, Das ja. kineastische Orakel Ja, ich denke von mal, Hamburg. Kirsten ist wieder wach geworden und hat sich von ihren hausfräulichen Pflichten gerade entfernt, um uns gleich mitzusagen, wer diese Tänzerin wohl gewesen sein mag. Und hier sehen wir ihn nochmal eben in dieser, also er muss ein sehr eindrucksvolles Wesen gehabt haben. Ich glaube, Er war zu das erste seinem, männliche Sexsymbol. ja, genau. Und zu seiner Beerdigung, glaube ich, das sind also wirklich die Leute, da gab es einen Trauerzug, unfasslich, weil er so eine Ikone seiner Zeit war, dass also die Leute in Scharen zu Tausenden auf dem Begräbniszug dabei waren. Das erinnere ich mich noch. Ja, das war schon mein letztes Bild für heute, lieber Roé. Und ich glaube, wir haben Geliebte und Geliebter doch ganz plastisch dargestellt. Es gibt sicherlich noch Fragen, die man dazu haben könnte. Traut euch die Bitte einfach in den Chat zu stellen, in die Kommentare zu stellen. Ja, hier ist die Antwort, mein lieber Christopher. Natascha Rambova. Da Ja, ist doch das vielen, Orakel vielen von Dank. Eidelstedt. Das ist das Orakel von Eidelstedt. Auch so ein Geheimtipp. Wir haben noch eine Amtshandlung zu begehen. Bitte verlasst uns noch nicht, denn es ist ja üblich im Tarotgarten, wo wir ja gerade noch zu Gast sind, dass wir noch ein bisschen orakeln und wir haben das berühmte Roakel noch nicht gehört. Und dieses Geflügelwort musste einfach sein, lieber Roé, das wirst du dir noch öfters anhören dürfen. So. Naja, ich habe den Kontakt zum Markenmaker, das ist einer meiner Kontakte auf Xing und ich glaube, ich lasse mir das Roakel noch patentieren, Ich damit da keiner auf dumme Gedanken kommt. Roakel ist also wirklich genial. Und ich würde mal sagen, wir machen ein Roakel. Dieses Roakel sieht ganz einfach aus. Ihr dürft euch jetzt für einen von uns beiden entscheiden. Ihr kennt das schon, das Spiel aus dem Tarotgarten mit Kirsten. Und wir ziehen aber ausschließlich mit den Orakelkarten. Der Roy hat seine bereit, ich habe meine hier bereit. Und ich mische hier schon die ganze Zeit, ne, damit es auch gut durchgemischt ist. Und entweder ihr wählt Ruhe instinktiv oder ihr wählt mich instinktiv. Und ja, und dieses Roakel soll dann euer Tagesimpuls sein, oder? Aber wenn man schon Roakel schreibt, dann muss man Roe groß schreiben. Auf alle Fälle. Also das ist die Bedingung, liebe Iris, Roakel und dann immer RO groß geschrieben. E. Roeakel, so. Roakel. Alles klar. Oder Rüakel. Genau, Roeakel. Rüakel. So, ich mische schon und ihr dürft jetzt bitte gerne im Chat Also bekunden. damit das auch für alle klar sind, wir machen So das ist das hier, hier. Hier wird hier damit fleißig er auch nicht gemischt. sagt, ihr habt da nur in der NZZ gelesen. Und mit denen kann ich übrigens gut umgehen. Ich hatte ja meine Mühe mit den größeren Karten. Ja? Da wurde ich ja schon belehrt, wie ich das machen könnte. Aber hier total easy. Und
Ihr wählt einfach für euch innerlich. Ich glaube, ich weiß schon, wer das Rennen machen wird heute. Ich kann dann nur noch punkten, indem ich einfach eine bessere Karte ziehe. Wobei, die Deutungsmacht hast du, Rui, auch wenn ich jetzt sehe, ich kenne mich leider nicht so gut aus. Aber ich lerne ja auch dabei. Für mich ist das natürlich auch eine tolle Idee. Du beschämst mich jetzt, Christoph. Ja, nein. So, ich ziehe jetzt schon mal eine. Live hier. So. Ja. Nee, so. Okay, drum denken. Hast du auch so eine schöne Karte gezogen wie ich? Wir haben jetzt die Chance, sogar beide die gleiche Karte zu ziehen. Ist dir das aufgefallen? Es könnte also sein, dass wir die gleiche Botschaft bekommen. Ich habe meine Lieblingskarte gezogen. Sehr schön, ich auch. Tatsächlich? Ich habe 36 Lieblingskarten. Ich bin ja noch Neuling, meine aktuelle Lieblingskarte gezogen. Ja. Und wir können es ja beide zeigen. Genau, 1, 2 und 3. Aha. Meine Karte sind die Gedanken und da sehen wir, so wie ich mich gerne sehe, denkend auf der Parkbank sitzend und einfach vor sich hin philosophierend. Ja. Und bei mir ist der Richter, der für Gerechtigkeit steht, der uns darauf verweist, schau genau hin. Wo sind Fallen? Wo sollst du fair, gerecht sein? Bei dir ist es der Umgang mit deinen Gedanken, mit der Möglichkeit, sich heute mal ein bisschen zurückzunehmen, zurückzuziehen, sich zu überlegen, habe ich vielleicht eine neue Idee? Habe ich ein neues Projekt? Habe ich mit den Zigeunern, mit den traditionellen Orakelkarten, wie sie auf Neudeutsch haben, und habe ich da nicht vielleicht die Möglichkeit, etwas noch klarer zu rüberzubringen? Wo ich noch eine Möglichkeit habe, etwas besser zu machen. Und beim Richter habe ich die Chance, fair zu sein, meine Form der Gerechtigkeit zu geben, ohne zu richten, sondern einfach nur rauszufinden. Denn wir wissen ja nicht, habe ich es mit einem Richter zu tun oder mit dem Anwalt oder dem Staatsanwalt. Und hier habe ich dann die Chance, herzugehen und zu sagen, okay, ich bin fair mit mir, ich bin klar, ich bin offen. Ich finde interessant, Monika verbindet das Ganze konsequent und sagt, danke für die gerechten Gedanken. Finde ich auch eine interessante Kombi, könnte man machen. Ja. Und ich finde auch schön, wer jetzt den Richter für sich gewählt hat, könnte es auch heißen, dass man vielleicht die Chance hat. Ich finde schön, wie du das formulierst. Man hat die Chance, vielleicht etwas wieder zu richten, im Sinne auch von gerade zu rücken, einen Fehler wieder gut zu machen, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Oder? Könnte man doch auch sagen. Ne? Klar. Ja. Oder ich mache mir Gedanken, wie schaut meine Gerechtigkeit aus? Mhm. Bin ich wirklich noch fair oder schaue ich nur mehr auf mich und bin deswegen oft übergriffig oder egoistisch? Auch das wäre eine Möglichkeit. Stimmt, wenn man das so kombiniert, denkt mal drüber nach, war ich fair, bin ich fair gerade? Ja. Wie fair bin ich? Und vor allem, bin ich fair mir selbst gegenüber? Ja. Mache ich zu viel, weil ich denke, ja okay, Homeoffice heißt gleich 48 Stunden in 12 verpackt. Und wenn man das jetzt mal andersrum sieht, wenn man mal die Gedanken in den Vordergrund legt, also mir gefällt die einfach gut, weil ich mich gern so sehe. Ja, das ist so die Karte, die mir gerade echt gut gefällt. Und da ist so ein bisschen die Isolation mit dabei. Man muss, um sich selber Gedanken zu machen, auch in der Lage sein, sich auch mal abzuschotten. Also nicht sich verwirren zu lassen von allem drumherum, alle Ablenkungen, sondern man ist sozusagen dabei. Er hat ja hier auch, wenn ich das mal zeigen darf, auch, ja, was hat er da in der Hand? Eine Schriftrolle oder ein Buch oder irgendwas? Manuskript? Hm? Manuskript, eine Zeitung, wir wissen es nicht.
Also er ist auch ein Schriftsteller vielleicht und der guckt ja so ein bisschen indigniert, blasiert, schaut er schon, muss man schon sagen. Also der ist schon was Besseres. Und der ist abgehoben. Ne? Bisschen er hat abgehoben. Keinen Bodenkontakt. Stimmt, ja. Ist irgendwie so. Aber er ist so in sich versunken, ne? Also er ist in sich versunken. Gefällt mir einfach gut. Ja? Vielleicht bin ich auch zur Zeit ein bisschen abgehoben. Das kann gut sein. Ja, ihr Lieben, das soll es aber auch schon gewesen sein für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ruhe. Es war super spannend. Ich glaube, ich meine, wir haben nicht so viel versprochen. Und unsere Serie geht natürlich weiter. Die nächsten beiden Karten habe ich jetzt gar nicht im Kopf, welche wir da ausgewählt haben. Aber es werden wieder zwei sein, die Ruhe so ausgewählt hat, dass sie sich ergänzend oder irgendwie so ein bisschen im Wechselspiel stehen, damit das auch, dass wir so ein bisschen mit Unterschiedsbildung arbeiten können. Weißt du es gerade auswendig? Ansonsten. Es könnten Witwe und Witwer sein. Gehen wir gleich in die Richtung. Nach Geliebter und Geliebte. Naja. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Christopher, dass du es möglich machst, diese tollen Karten noch mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Und natürlich an alle, die im Chat mitgeschrieben haben und da im Hintergrund unsere tolle Kirsten, die in dem Kontext immer wieder auch nicht nur uns tarotistisch oder mit den Karten unterstützt, sondern auch mit Tänzerinnen und Tänzern des letzten Jahrtausends, mit anderen Dingen, auch mit dem Café. Und darum vielen Dank auch hier an das Backoffice und natürlich an dich, Christopher, an den schönen, opulenten Rahmen, den du hier gebaut hast, aber auch, dass es möglich ist, die Karten so den Zuseherinnen sichtbar zu machen. Dafür meine Hochachtung und meinen Dank an dich. Sehr gerne natürlich. Und vergessen wir auch nicht, auch die Firma noch zu erwähnen, die uns das sowieso möglich gemacht hat, die Firma Piatnik in Wien, die diese Karten herausgebracht hat und Buch samt Kartendeck im Königsfurt Orania Verlag. Wer also jetzt Lust hat, künftig noch aktiver damit zu werden, dem sei natürlich, natürlich die traditionellen Orakelkarten hier in diesem schönen Set empfohlen. Das ist quasi das Begleitbuch zu dieser Serie. So ist es. Genau, auch erwähnen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir übergeben jetzt mal an das normale Tagesgeschehen. Lieber Roy, ganz herzlichen Dank nochmal und auch einen wunderschönen Tag an alle draußen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Never give up.